aus, weil er halt ein ganzes Portal dann weggefällt. So, bei Imps, was brauchen wir jetzt wirklich? Ich werde jetzt auf eine Library switchen, weil es mir jetzt zum gescheitesten erscheint. Von Anfang an jetzt. Da gibt nur einen Wachraumbereich her. Und eventuell, na, wir haben nicht wirklich noch Platz für irgendwas, das heißt, wir nutzen da jetzt den Platz auch aus, gleich. Das kommt durchs Wecker, ah, das weiß man nicht mehr, ob das uns eigentlich auch schon wurscht. Und werden den ganzen Bereich da jetzt etwas mit einem Wachraum machen. So, der ist bei der Nummer, da kommt man mehr. Da müssen wir aufpassen, da werde ich jetzt früher oder später noch eine Landraps herbauen, dass wir das jetzt auch absichern. Und wir haben eine neue Falle, oder eigentlich eine neue Tür. Die Magical Door, und wenn wir einen Angriff, ja. So, das haben wir auch schon gedacht, dass die da bald einmal spawnen werden. Ah, das zählt sich nicht wirklich aus. Okay, das sind schon viel, wir haben da schon Level 4er dabei, einen angeschlagenen Level 3er. Und jetzt ist das auch kein Problem, jetzt habe ich keine Bedenken mehr mit unserer relativ großen Armee da schon, dass das da was wird. Also das werden wir ganz easy schaffen, das sehe ich schon. Und wir haben wirklich viel Mana jetzt, das ist geil. Geht uns irgendwie nie die Mana aus. Ach, das war genau noch ein Föhn gewesen, das war ein Becher, aber. So, das wird jetzt um die Nummer und jetzt ist er zerstört. Schnappen unsere Salamander mit, die haben sie natürlich wieder da ein Turbo nach Hause weg verdient. Das ist ganz klar. So. Das schaut so aus, wie man da noch irgendwas liegt da hat. Oder beziehungsweise wenn wir da einen Raum hätten, dass wir das ein wenig besser nutzen. So. Da bauen wir den Wachraum aus. Und weil es eigentlich wurscht ist, bei dem Bereich auch noch im Wachraum. Sehr gut. Da haben wir das da gut ausgenutzt. Wir haben auch schon den Magier angelockt. Wir haben zwar keine neuen Zauber, aber die wären trotzdem wichtig, eben so eine Heilfähigkeit würden auf jeden Fall wichtig werden. So, da reißen wir ab. Es ist zwei Tage und es ist gar nicht mehr so, es geht sich gar nicht mehr so easy aus, sage ich jetzt einmal. Aber trotzdem ist das noch kein Problem, denke ich mal. So, wir haben einen Angriff von einer Kanone. Das würde heißen jetzt, dass wir sie dann Level 4er schnappen, weil die eigentlich eh nichts mehr zum Tor haben. Und das auch wieder mittels Possession Spell. Aha. das da oben einnehmen und unsere Imps werden da schon so angegriffen. Die haben schon gefallen. Ah, da haben gleich drei Kanonen. So, das machen wir jetzt da wieder ganz easy über die Lehmer-Taktik. Aber das ist mir wert, weil die Kanonen da, das wird ewig dauern, bis das die drauf geht daran. So, die Kanonen schnappen wir wieder auch noch. Aufpassen, dass wir ja nicht getroffen werden. Das zwei sehen eh das. So, und dann gehen wir auch schon gescheit Gas da. Haben wir da irgendwas Wertvolles in dem Eck eigentlich nicht? Das heißt, das sind nur so Kanonen gewesen, die was uns dann im Vormarsch ein wenig erschweren sollen. So, das haben wir geschafft. Ah, ich mag Salamander so gern. So eine universal einsetzbaren Kämpfen, das ist eine Freude. So. Und ich denke mal, wir finden da gleich mal was. Oder, ja, wir buddeln zumindest den Bereich frei. Und ich studiere schon, was wir da jetzt einbauen. Wichtig werden wird jetzt noch Folterkammer und ein Gefängnis. Auf die Vampire werde ich jetzt mal wieder scheißen in der Map, weil ich nicht so der Fan bin von denen. Aber gut. So. Magier trainieren, erforschen schon mal die Verbesserung. Okay, die Karten ist nicht recht groß, wie man gerade sieht. Das heißt, es geht ja recht flott, denke ich mal. Wir haben bald unsere 100.000 Mana für unseren Horny. Achso, und ich sehe schon, durch die Mana Vaults kann man über das Maximum von 500 drüber kommen. Interessant. Sehr gut. Das gibt uns natürlich ganz ungeahnte neue Möglichkeiten da in dem Bereich. So, das werden wir gleich helfen, dass das da jetzt ausbuddelt wird. Ja, und ich bin nur immer am Studieren, was wir da jetzt einbauen. Achso, ich konnte eigentlich den Bereich auch nicht nutzen. Das war natürlich nicht blöd. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mal, ich denke mal, wir kommen da sogar aus, wenn wir sagen, wir bauen da die Folterkammer und das Gefängnis einer. Wir hätten dann auf 4 Light Prison oder 3, okay. Und dann noch eine ganz kleine Folterkammer. Jawohl, das geht sich aus. Da braucht man ein wenig Geld. Und Geld ist
Ja, leichter gesagt wie da, weil wir da irgendwie überhaupt keins mehr haben in der Umgebung. Aha, interessant. Da werden wir jetzt hier da mal ein kleines Loch einbuddeln. Und für da hinten auf jeden Fall überall mit der Storbrücken umgehen. Gut. So. Die holen uns nochmal das Götter. Das müsste ja gleich abgebaut sein auf einmal. Jawohl. So. Und da gehen wir gleich weiter. Jawohl. Da bauen wir so das Geld noch. Sehr gut. Und wir sehen, da ist schon wieder Kanone vorne. Haben wir irgendwelche untätigen Kreaturen? Ja. Ein Salamander. Da haben wir einen ganz großen Bereich. Den müssen wir natürlich ins Gebäude mal irgendwie nutzen. Weil es war Verschwendung. So. Und wir haben da eine Tür, die was auf uns schießt. Okay. Verdammt. So. Und da drüben haben wir auch noch mit zwei Kanonen, die was auf uns ballern. Na geleck. Und eine Tür, die was auch auf uns schießt, da hinten, sehe ich gerade. Aber vorher werden wir sie jetzt zwei da drüben vornehmen. Da schießt echt alles auf uns. So. So, erstes geschützt an. Die Tür werde ich jetzt nicht wirklich mit der Kreatur machen. Und da schießen uns schon ein paar an. So, dann geben wir Gas. Sehr gut, die Hand down. Heldeninvasion von da vorne. Da haben wir jetzt aber auch ab mit der Kreatur. Und das lassen wir jetzt nochmal ein Horn machen, dass man den Arme sieht. So, und da ist er schon. Der Standard die ganze Zeit die Gegner und knockt ziemlich schnell um. So sehen wir da schon. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der wird gar nicht angegriffen. Nein, das ist nicht eine Einheit, die was dann alles niedermacht. Wir sehen nicht gleich zuhören. Hoffentlich, wenn der aufhört rückwärts geht, da kommt er schon das Stun. Da liegt er schon im Dreck. Haut einmal zu und der ist auch schon nieder. Das ist super. Und da gehen wir da ein wenig Gas. Bin mir jetzt gar nicht sicher, wie lange der da bleibt, aber im Multiplayer oder na generell waren das 100 Sekunden, was ich noch weiß. Schauen wir mal, wie lange das so da bleibt bei uns. Und vor allem, ja, da ist er eh noch, aber doch, der war schon, jetzt schon wieder weg. Und vor allem, wo der jetzt hingeht, das darf mich auch noch wundern. So, da gehen wir auch Gas. Da haben wir schon ziemlich viele Gefangene und eine Folterkammer. So, da holen wir sie gleich die zwei. Die auf den Riesen werde ich jetzt scheißen, weil mich interessiert es nicht mehr, dass ich da das ganze Szenario eigentlich warte, bis dass ich die konvertiere und dann am Schluss habe ich sie doch wieder nicht. So, much for handle, single slap, expand him. Okay, also man kann nach jeder Zeit entfernen, steht da. Und wir haben schon wieder einen Kampf. Ach so, der Wahnsinnige. Und jetzt schaut es aus, wieder wann er despawnen da hat. Und weg ist er. Okay. Das heißt, man weiß nicht wirklich, wie lange der jetzt genau da bleibt, aber Zeit ist schon. So, wir müssen den Bereich sofort wieder wegbauen, ist ganz klar. Und das schaut aus, wie wenn es ziemlich flott gehen wird, das Szenario, weil da haben wir schon wieder zwei Mana Vaults, das werden wir jetzt wieder 200 übers Maximum steigern. So, und ich will das da endlich den Weg übernehmen, das war mir jetzt ein wenig wichtiges, das, aber wir haben eh so viel, das heißt, jeder hat was zum Tor. Folterkammer, sehr gut, obwohl ein Level 3 Riesen. Das war natürlich schon sehr lässig, wenn wir den hätten. Schauen wir mal, ob es was wird. So, und was brauchen wir nun? Treasury brauchen wir nicht wirklich, weil wir auch kein Geld mehr haben. Mach jetzt das Tür noch aus. Ja, sehr gut. Kriegen wir nochmal 6000. Wir sehen schon, das Geld spielt einmal eine wichtige Rolle in dem Szenario. So. Da schnappt man sich einen, der soll gleich das Mana Vault übernehmen. Und wir können sie gerade noch eine Wooden Bridge leisten. Und das wird auch gleich das da übernehmen. Gut so, das machen wir so bald wie es geht unschädlich. Okay. Achso, und wenn ich alle Mana Vaults übernommen habe, machen die Höhlen anscheinend so einen größeren Angriff. Aber ha, das schau ich mir an. So, das holen wir sie dann alles. Wir haben eine neue Kreatur.